Hallo und ganz herzlich willkommen zurück hier auf dem Catrice-Kanal. Ich bin Diana vom Kanal Schickimicki und heute gibt es einen weiteren Teil mit einer Palette und drei Looks. Ich habe, glaube ich, auf diesem Kanal bisher jede Pro Slim Eyeshadow Palette für euch reviewed und euch drei Look-Inspirationen jeweils zur Palette geschminkt. Und es gibt eine neue Natural Spirit Palette und die ist so schön. Mittlerweile tatsächlich meine liebste von allen, die es gibt, denn diese Farbrange bin zu 100% ich. Ich liebe die Farben, die drin sind. Es ist sowas Grünes enthalten, erdige Töne, aber auch ein bisschen was Warmes. Man kann die Töne unglaublich schön miteinander kombinieren. Und wie wir es auch bereits schon in Vergangenheit von den Pro Slim Eyeshadow Paletten kennen, ist auch diese Palette natürlich unfassbar gut pigmentiert. Auch der Ton Gold ist so unfassbar schön im inneren Augenwinkel. Aber schaut selbst, ich würde sagen, wir starten direkt mit Look-Inspiration. Nummer 1. Und die erste Variante ist definitiv ausdrucksstark und vor allem sehr schön warm. Ich liebe dieses Farbspiel und vor allem die Performance der Lidschatten so sehr. Ich habe hier gestartet mit der Farbe Origin und habe das Ganze in meine Lidfalte eingeblendet, um halt eine Übergangsfarbe zu schaffen und um das Auge schon mal grob zu betonen und eine Form vorzugeben. Dann bin ich in die Farbe Heat gegangen und habe die Lidfalte aufgefüllt, das heißt also nochmal etwas intensiviert, noch ein bisschen mehr Pigment aufs Auge gegeben und das Ganze dann intensiviert und vor allem vertieft mit der Farbe Element. Das ist so ein dunkler, braun-rötlicher Ton, den ich im äußeren Winkel eingeblendet habe und dann halt auch in die Lidfalte gezogen habe und das Mandelauge nochmal betont habe. Wirklich nicht sauber, aber für mich notwendig, habe ich ein bisschen Foundation aufgenommen und das Ganze auf meinen Pinsel gegeben und den inneren Augenwinkel etwas ausgereinigt. Natürlich rieselt ein bisschen Lidschatten auf das bewegliche Lid, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Ich radiere das sozusagen jetzt ein bisschen weg, cleane das Ganze, damit der metallische Ton, den ich gleich drüber gebe, noch besser zur Geltung kommt und richtig schön rauspoppt. Außerdem hat die Foundation so eine sticky Konsistenz und sorgt nochmal dafür, dass der Lidschatten wirklich richtig gut pigmentiert eben auf dem Auge sitzt. Ich habe hierfür die Farbe Holy genommen. Das ist ein richtig schöner Bronzeton in der Palette und auf dem Auge wirkt er sehr schön gold, super elegant und kommt unglaublich schön raus. Und damit keine harten Kanten entstehen, habe ich die Übergänge nochmal mit den Farben Element und Heat bearbeitet, um wirklich einen schönen Farbverlauf zu bekommen. Ich mag es immer ganz gerne, den inneren Augenwinkel noch etwas zu highlighten, zu betonen. Und dafür eignet sich die Farbe Gold aus der Palette einfach ideal. Ich habe einen Feinpinsel genommen und das Ganze in den inneren Augenwinkel reingegeben und mit der Farbe Holy übereingeblendet. Auch so ein bisschen am unteren Wimpernkranz, damit die helle Farbe im inneren Augenwinkel richtig schön rauspoppt und das Auge optisch öffnet. Ich verwende jetzt noch die Glam & Doll Sensitive Mascara. Die hat ein ganz angenehmes Bürstchen, was für meine Wimpern gut funktioniert. Sie trennt sie schön, zieht das Ganze schön in die Länge und sorgt eben für den perfekten Wimpernaufschlag zu diesem Look. Diese Palette hat einfach noch so viel mehr zu bieten, außer eben eine warme Look-Variante. Ich liebe auch diese khakifarbenen Töne und die schauen wir uns jetzt mal im Look Nummer 2 an. Und dieser Look hier ist wesentlich smokier, aber ich verspreche dir, er ist wirklich super schnell und einfach geschminkt. Das ist ein Soft Smoky Look, der dein Auge richtig schön zum Strahlen bringt, richtig schön unterstreicht und vor allem auch betont. Ich habe dafür gestartet mit der Farbe Stone und das Ganze in die Lidfalte eingeblendet. Ich nutze gerne solche Transition Colors, um eben weiche Übergänge zu haben, damit keine harten Kanten entstehen und das alles schön ineinander einläuft. Dann habe ich auf dem beweglichen Lid direkt die Farbe Olive draufgegeben. Das ist ein, wie der Name schon sagt, wunderschöner matter Olivton, der richtig gut pigmentiert ist. Ich habe den mit einem fluffigen Pinsel aufgepresst und tatsächlich auch mit der Farbe Stone dann übereingeblendet. Die Kanten habe ich ausradiert mit der Farbe Origin, um ein bisschen Wärme in den Look reinzubringen, aber das Ganze gleichzeitig auch wieder soft aussehen zu lassen und um das Auge schön zu umrahmen. Ich habe auch im unteren Wimpernkranz die Farbe Stone und Origin aufgegeben, einfach um die untere Einheit mit dem oberen Teil zu verbinden. Und den inneren Augenwinkel mit der Farbe Gold gehighlightet. Mit dem gleichen Ton bin ich auch nochmal unter der Augenbraue entlang gegangen, um dort nochmal das Ganze anzuheben und da auch nochmal so ein metallisches Highlight zu setzen, weil der Look an sich ja schon sehr matt ist, was ich aber persönlich super gerne mag. Für den perfekten Wimpernaufschlag habe ich die Volume and Lift Lift Up Mascara verwendet. Die hat so ein richtig schönes Silikonbürstchen, etwas dicker und damit bin ich dann in meine Wimpern gegangen
und habe das Ganze eben in zwei Schichten aufgegeben. Ja, ich habe ja gesagt, super einfach geschminkt und vor allem, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, für den Augen-Make-up-Look 5 Minuten gebraucht, wirklich nicht mehr. Es ist super einfach. Ich finde die Palette allgemein sehr einfach im Handling. Allgemein die Pro Slim Paletten sind wunderschön und lassen sich mega verarbeiten. Ich liebe die einfach und hier kriegen wir sicher noch eine dritte tolle Variante draus. Ich schaue mal, dass sie ein bisschen natürlicher wird und die schauen wir uns jetzt direkt mal an. Und wie versprochen, habe ich eine dezentere Variante gezaubert, die aber trotzdem sehr viel Ausdruck in den Look bringt und auch ein bisschen Glamour ist. Ich finde trotzdem super alltagstauglich und ich habe gestartet mit der Farbe True, denn die Palette bietet auch so nudige Shades, also alles, was ich mag tatsächlich. Hier ist wieder die Transition Color, das heißt also ab in die Lidfalte damit und das Ganze schön ausgeblendet. Die Farbe habe ich direkt intensiviert mit der Farbe Dark. Auch wenn diese Farbe super dunkel ist, kann man das Ganze natürlich mega dosieren. Ich bin nur leicht reingedippt und habe mich auch im äußeren Zentrum des Auges aufgehalten und das eingeblendet. Das heißt also den äußeren Augenwinkel betont und bin auch nur am äußeren Augenwinkel unten am Wimpernkranz entlang gegangen. Ich bin dann direkt in die Farbe Glory gegangen mit dem Finger und habe das Ganze aufs bewegliche Lid aufgepresst. Die metallischen Lidschattenfarben kommen so unglaublich gut pigmentiert raus. Man braucht nicht immer eine sticky Unterlage. Man kann das Ganze auch wunderbar pure aufgeben, also einfach auf die Haut. Und man hat einen richtig schönen Glitzereffekt. Wenn ihr möchtet, dass der Ton noch etwas doller durchkommt, dann könnt ihr natürlich noch eine Lidschattenbase oder ein Concealer, Make-up, was auch immer untergeben, um halt eben noch mal ein bisschen sauberer bzw. pigmentierter zu arbeiten. In dieser Palette befindet sich außerdem ein matter, super heller Ton. Auch der hat richtige Farbkraft und der eignet sich zum Beispiel mega für ein mattes Highlight im inneren Augenwinkel oder um die Augenbraue nochmal ordentlich zu schärfen. Ich bin mit einem feinen Pinsel auch nochmal entlang der Augenbraue gefahren und habe das Ganze nochmal in Shape gebracht. Am unteren Wimpernkranz bin ich mit einem fluffigen Pinsel und der Farbe True entlang geglitten, um einfach wieder eine Einheit zu schaffen, also den unteren Teil mit dem oberen Augen-Make-up zu verbinden. Die Iconista Lash Millionizer Volume Mascara finde ich so gut, weil sie ein ganz schmales, kleines Bürstchen hat, womit man auch perfekt in dem inneren Augenwinkel, also in so feineren Zonen super arbeiten kann, auch im unteren Wimpernkranz trennt sie die Wimpern schön und man hat so eine schöne Kontrolle. Auch wenn die Mascara selber in einem dickeren Packaging kommt, ist das Bürstchen umso feiner und funktioniert für meine Wimpern tatsächlich mega gut, trennt sie schön und schafft so einen richtigen, voluminösen, schwarzen Wimpernaufschlag, weil sie auch super gut mit Farbe getränkt ist. Welcher dieser drei Looks war dein persönlicher Favorit? Schreib es uns gerne mal in die Kommentare und wir hoffen natürlich auch, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich sage bis dann. Tschüssi.